Willkommen hier beim Beat Note mit Medesart auf dem DJ Revolution Channel. Ja, heute eine kleine Abendsession für euch. Normalerweise bin ich immer um 9 Uhr da, heute um 19 Uhr, weil wir haben eine ganze Menge zu tun. Ich muss für Kaigo das Ding jetzt hochladen in die Masterclass, und zwar irgendwas, 11 Uhr, irgendeine Zeit. Und wir haben noch eine ganze Menge zu tun, deswegen werden wir gleich damit anfangen. Und ja, wir gucken uns das Intro an und dann geht's los. So, da bin ich wieder im Projekt. Wir werden gleich mal anfangen. Ich habe ja heute Morgen schon mal ein paar ziemlich geile Sounds rausgesucht für uns, die ganz interessant sind. Und wer Bock hat, ich glaube, ich habe es heute Morgen erzählt, wer Lust hat, ein bisschen in Richtung Neo Soul Trap zu gehen, der kann bei Udemy meinen Kurs sich angucken. Ich werde demnächst nochmal hier alle möglichen kleinen Banner reinmachen, dass ihr auf Udemy den Kurs kaufen könnt. Dann könnt ihr nochmal so eine Session wie hier machen mit mir, nur noch ein bisschen intensiver, noch ein bisschen. Also ich spiele die Gitarre ein und so weiter. Den Track hört ihr auch, das ist der Soulmate-Track. Mega geil geworden. Hab ihn heute auch, ich war heute im Studio, hab Gitarren eingespielt, hab den Jungs mal den Song gezeigt, die meinten, Alter, krasses Zeug. Und das hat mich unendlich gefreut. Also ja, deswegen, wie gesagt, auf Udemy, aber demnächst gibt's weitere Infos. Okay, dann begrüße ich CH Herbst oder Chair Herbst. Sehr cool, dass du dabei bist. Ich würde sagen, wir hören mal bis zu dem Part, wo ich gleich den Part rausschneide. Das bedeutet, wir haben ja den Build-Up hier praktisch reingebaut. Und hier ist jetzt ein Loch, das müssen wir gleich schließen. Das heißt praktisch, das Loch werden wir gleich löschen, weil da kommt nichts. Aber ich würde sagen, wir hören erstmal rein, was wir haben, und dann geht's los. Hier muss was rein. Ja, in die Pause können wir auf jeden Fall was reinhauen. Ich hoffe, hier vielleicht sogar die Gitarre reinballern. Ja, jetzt kommt der Part, den wir gleich rausschneiden. Und Bild ab. Ich glaube, die Gitarre mache ich hier noch raus. Die kommt jetzt erst rein. Und der Bild. Ich habe gerade der Drop. Hier geht's in die zweite Strophe. Okay, bis dahin bin ich absolut zufrieden. Klingt ziemlich cool, wie ich finde. Und jetzt müssen wir aber erstmal diesen Bild abmachen. Ich bin noch nicht sicher bei der Gitarre. Ich will sie drin haben, weil sie doch irgendwie so einen coolen Vibe hat. Aber, ein paar Sachen gefallen mir noch nicht. Das heißt, da müssen wir ein bisschen arbeiten. So, das geht hier raus. Jetzt ist nur die Frage, gut, Gesang ist hier sowieso nicht drin, das heißt, den können wir uns schenken, das ist egal. Das hauen wir auch weg, können wir nachher ziehen. Dann müssen wir den Part hier erstmal ranbasteln. So, das ist schon mal, der Gesang ist drin. Jetzt müssen alle Parts, ja, eigentlich nur nach vorne geschoben werden, das war es auch schon. Bei Automation müssen wir nochmal gucken, wobei wir müssen auch das Ganze nach vorne schieben. Ah, okay. Machen wir ganz entspannt und locker. Das Einzige, was ein bisschen stressig sein wird, sind diese Sachen hier, weil die mal ein bisschen anders sind wegen den Automationen. Das heißt, praktisch das müssen wir nach vorne schieben. Ich werde das mal so viel wie möglich nach vorne schieben, damit wir nicht in die Bredouille kommen, dass wir irgendwas vergessen. Das ist mal ein bisschen nervig, mal ein Part schieben. Also man kann es auch hier mit dem kompletten Part-Ausschneide-Tool machen, aber ich mache das nicht so gerne, weil der mir sonst verschiedene Dinge wegschneidet, die in den Part reinlaufen. Ja, und das ist natürlich dann nicht so geil. Aber das kriegen wir schon hin.
So, dann müssen wir, ich glaube, der Part kommt komplett weg. Ja, den haben wir gar nicht drin. Das heißt, das kommt weg. So, haben wir, haben wir, haben wir. Hier bin ich nicht sicher. Wobei, das ist ausgegraut. Also kann es, glaube ich, haben wir das gar nicht drinne. Hoffe ich jedenfalls. Der Chiptune kommt auch wieder rein. Genau, wir haben eine Automation in den Geigen, bei der ich auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin. Gefällt mir noch nicht ganz. Das passt. Genau, das sind die Geigen. Die setzen wir jetzt auch einmal nach vorne. Ja, hier können wir die erstmal weghauen. Geigen, die finde ich auch ziemlich cool. Aber es ist noch nicht so, wie ich mir es vorstelle. So, dann packen wir das hier alles nach vorne. Der Melodie-Lead-Part kommt auch hier hin. Ich glaube, der macht aber da nichts. So, das heißt praktisch das hier. Das ist ja unser Drop. Der muss hier rein, wenn ich mich nicht irre. Ja, der Piano-Part, das ist die, der Bass, der kommt hier auch raus. Hier kommt er wieder rein. Haben wir. Ja, wir haben hier da einen Auftakt-Bass. So, haben wir. Ja, das packe ich erstmal nach vorne. Wie gesagt, der zweite Part hier, die Strophe ist sowieso nicht gemacht. Also da ist es egal. Da müssen wir sowieso noch mal ran. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das muss hier rein. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Nein, das ist es nicht. Und hier. Okay, haben wir. Also, wir kommen jetzt noch mal zum Testen. Wir kommen jetzt von der Strophe. Ja, hier finde ich die Gitarre ziemlich geil. Und Bild ab. Ja. Ja, die Gitarre gefällt mir nicht. Ja, der muss aber rein, weil sonst klingt es ein bisschen komisch. Okay, ich bin nicht sicher, ob wir nicht beim Build-Up-Part, ob wir die Akkorde nicht mal gerade machen, weil wir haben sie ja immer so ein bisschen versetzt. Das klingt in Drop ziemlich cool, aber was mir nicht so gefällt, ist der Part hier. Und zwar das. Mal gucken. Ja. Ja, wobei, so schlecht klingt er jetzt auch nicht. Wir hören noch mal kurz rein ohne die Gitarre. Ja, ich glaube tatsächlich, der muss noch schneller reinkommen. Vielleicht sogar so. Also das ist jetzt praktisch der Filter für die Geigen. Wir hören kurz noch mal rein. Wir machen es mal ohne oder ganz kurz ohne den Gesang. Okay, gucken wir mal. Den Gesang nehmen wir erstmal hier raus. So, passt. Und guck mal, wie die Geigen reinkommen. Finde ich besser so, dann kommen die Geigen ein Stückchen smoother rein. Okay, dann würde ich sagen, das sieht schon mal ganz gut aus, was wir jetzt hinkriegen müssen. Dieser Lead-Plug-Sound hier in der Strophe gefällt mir noch. Also die Strophe gefällt mir noch nicht, weil sie zu, ich habe das Gefühl, die ist zu fett. Also wir müssen da irgendwas rausnehmen. Ich glaube vielleicht die Pads. Wir gucken mal. Also ich nehme mal hier mal kurz die Pads, zumindest in den ersten beiden. Weil das ist mir einfach viel zu dick, das Ganze. So, das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt muss alles runter. Ich weiß noch nicht, ob das runter nicht ein bisschen zu viel ist. Wir machen mal den Gesang rein und gucken mal, ob das. All
Ich weiß nicht, irgendwie hören wir es mal anders. Wir lassen mal vielleicht nicht das ganze Pad drin. Vielleicht machen wir mal den Part rein. Gucken mal kurz, welcher das war. Also der, der nicht so störend ist. Ja. Glaube, den nehmen wir mal raus. Der ist zu fett. Also zumindest in dem Part hier. Okay, wir probieren mal, dass der drin bleibt. Und wie gesagt, was mir nicht so richtig gefällt, die Melodie finde ich cool, aber irgendwie an der Stelle klingt sie nicht so geil. Ist gar nicht so schlecht. Wir können mal probieren, ob wir vielleicht hier diese Gitarre reinbauen. Ehrlich gesagt, höre ich gar nicht, was die macht. Was macht die überhaupt? Ja, ein bisschen dreckig eingespielt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wobei, ich glaube, hier ist es vollkommen in Ordnung, weil sie einfach ein bisschen knackiger kommt. Haben wir da irgendwas drauf? Ja, den Spread und den Channel lassen wir jetzt mal drauf. Mir kommt es vor. Ja, was hier auf jeden Fall fehlt, ist auch das ganze Zeug hier. Also, wir gucken mal, wie es mit dem, ja, mit den Swipes und Bild-Ups ist da. Ich glaube, was das Problem ist, mir gefällt diese Linie, sie ist mir zu eintönig. Das ist vielleicht, ich glaube, das ist das Problem. Wir gucken mal, ob wir die. Wir drehen es mal um. Wir drehen es mal um. Ich glaube, das könnte das Geheimnis sein. Ja, wir drehen das Ding einfach mal um, weil es kommt mir einfach zu langweilig, ehrlich gesagt, vor. Sonst mal gucken, ob das in derselben Tonation ist hier. 5, 5, 5. Nee, ich glaube, das ist nicht. Wobei, er ist ganz schön kurz. Obwohl, er reicht. Ja, wir machen es mal. Wir machen es mal so hier. Vielleicht wäre sogar eine Automation gar nicht so verkehrt. Weiß ich gar nicht, ob ich den kopiert habe. Doch, habe ich. Okay, gucken wir mal beide. Ja, besser. Okay, schauen wir mal. Ja. Es geht in die richtige Richtung, aber ich glaube, der Bass hier klingt nicht so geil. Oder? Guck mal, irgendwas fehlt da. Dim, eigentlich müsste er passen, aber irgendwas läuft da noch mit, was mir nicht so sehr gefällt. Der Ton passt nicht, tatsächlich. Guck mal, wir probieren mal den. Nee, passt auch nicht. Klingt nicht geil. Weiß auch nicht warum. Besser. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Probieren wir mal weiter. Gucken wir mal noch ein bisschen, was der Bass hier macht. Müssen mal gucken, ob das groovt, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Wir lassen mal kurz die Drums laufen mit den einzelnen Elementen in diesem Part. Okay, so viel ist da nicht, aber wir machen mal. Ja, das passt eigentlich. Was haben wir noch? Das passt
hier gar nicht. Was? Ist eigentlich auch ganz geil. Textur. Auch ganz geil. Ah. Ah, da unten ist nämlich noch ein. Ein fieser kleiner Drecksack. Ah, jetzt macht es natürlich Sinn, warum das nicht geil klang. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte mir schon, dass da irgendwas Komisches ist. Jetzt nochmal alles. Ja, wobei, jetzt würde ich tatsächlich mal probieren, ob der nicht besser passt, weil das hohe hat mir, ich fand es okay, aber ich glaube, wenn wir den hier... Ja, besser. Der gefällt mir jetzt wirklich. Da muss ich sagen, der gefällt mir wirklich. Okay, jetzt die Frage, ob das alles ausgefüllt ist. Also nochmal, wir kommen hier raus aus dem Intro. Ja, ich würde den hier rausnehmen. Tatsächlich ist es ein bisschen zu krass. Vielleicht könnte man hier doch schon mal die reinnehmen, weil es klingt jetzt wirklich ein bisschen sehr, sehr leer mit dem, also nur mit Kick. Ja, vielleicht können wir die sogar hier reinnehmen. Ich finde die eigentlich ziemlich geil als Ergänzung. Gucken wir mal. Die müssen runter, ja, die müssen auf jeden Fall runter. Packen wir auch gleich mal hier. Ah ja, ist viel zu hoch. Ich glaube sogar noch mehr runter, oder? Wir gucken mal. Was haben wir denn hier? 5. Ja, muss noch mal ein bisschen runter. Ja, besser. Okay, weil sonst verliert es so ein bisschen an Power, wenn wir praktisch hier reingehen. Auf einmal ist eine, also eigentlich in dem Part, in dem wir wollen es ja immer mehr fetter machen, ja, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir das praktisch ausdünnen. Okay, nochmal. Ja. Das Einzige ist, hier müsste auch noch ein bisschen mehr passieren. Wir gucken mal, das ist Piano. Ja, was hört man nicht so richtig? Ein bisschen mehr Power. Ja, ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht sogar diese Chiptune-Sachen hier schon reinnehmen. Wir checken mal. Bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht nicht sogar wirklich die hier rauslassen. Und die Chiptunes. All about it,
bisschen geiler ist, ne? Hier könnte ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht reinkommen. Also vielleicht machen wir es so, dass hier der Chiptune rausgeht. Passt absolut. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass die Strophe einfach zu lang ist. Ja, also ich glaube, wir können uns den ganzen Part hier eigentlich schenken. Also wir gehen noch mal realistisch durch. Also wir haben 4 Takte Intro. Das ist völlig in Ordnung. 8 Takte Strophe. Das wäre dann schon 16. Wir hören noch mal rein, wie das klingt. So, ich höre das Intro. Kommen die Strophe. Wir müssen den Part komplett rausschmeißen, weil ich habe einfach das Gefühl, dass hier schon, dann können wir eigentlich müssen wir, ja, wir müssen tatsächlich diesen ganzen Part hier komplett raushauen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht kopieren wir uns mal den hier hin, wobei es sind ja eh alles Sachen, die wir haben. Aber vielleicht einfach mal zur Sicherheit. So, das bedeutet praktisch, die Strophe bleibt einfach hier. Das ganze Zeug. Ach, wir haben das. Wir löschen das mal raus. Wir haben das doch alles hier gespeichert. Überall an jeder Ecke. Außer die Gitarren hier. Die kommen hier rein. Kommen auch nicht. Ja, den ganzen Part gibt es ja nicht. Wobei, das können wir tatsächlich. Das packen wir mal hier hin. Weil tatsächlich kommt das, glaube ich, nur einmal vor. Okay. Gesang müssen wir gleich nochmal cutten, aber hier dieses Loch müssen wir jetzt sozusagen stopfen. Also das ganze Zeug geht hier raus. Das heißt, wir müssen es einfach alles viel, viel schneller machen. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, es dauert einfach alles viel zu lange, bis es zum Drop kommt. Und die Leute wollen ja feiern, die Leute wollen tanzen und hier nicht ewig warten auf den Drop. Also ballern wir alles hier nach vorne. Naja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt wird es ein bisschen tricky beim Bauen von dem ganzen Ding. Packen wir das mal hier hin. Ich glaube, überlegen, genau, das ist ja unsere Strophe und dann kommt der Drop. Das heißt, das Ganze fliegt auch hier theoretisch raus. Muten wir mal das Zeug erstmal. So, das kommt hier hin. Der Chiptune kommt hier hin. Ja, da müssen wir gleich wieder das Loch füllen. Aber wir gucken mal, wie es sich erstmal anhört. Dum, 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 dum. Dann, das packen wir einfach mal hier hin. Genau, das ist ja die Geige. So, und der Rest passt schon. Hier weiß ich noch nicht. Da muss ich mal überlegen. So, wobei, ich glaube, das kommt auch nach vorne. Wir packen es mal nach vorne. So, das packen wir hier hin. Okay, dann kümmern wir uns wieder um den Gesang. Das bedeutet, der Gesang wird ab dieser Stelle, muss der auch wieder rausgecuttet werden. Ja, das ziehen wir uns wieder komplett hier raus. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil dadurch haben wir einfach nach hinten hin mehr Optionen, irgendwas zu bauen. Finde ich eigentlich ganz geil. So, okay. Jetzt sieht es ganz gut aus. Dann haben wir den hier. So, jetzt müssen wir natürlich den Drop wieder hier nach vorne bauen. Mit allen möglichen Übergängen und Specials. So, haben wir. Und das kommt hier nach vorne. Ja, das sieht gut aus. Ja,
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal von vorne. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass die Parts so ein bisschen rein. Wir schauen mal. Besser. Glaube tatsächlich sogar ab dem Part hier, also wenn es ein bisschen dicker wird, lassen wir mal unsere Timbale Sachen reinkommen. Ich glaube, es könnte ganz geil klingen. Das war ein bisschen lauter. Haben wir natürlich ein paar Sachen hier. Ah, okay. Hier war natürlich die Pause. Das passt, das passt, das passt. Ja, haben wir. Finde ich besser. Ja. Viel besser, müssen wir mal gucken, weil da so ein paar Sachen drüber laufen, die ich nicht so geil finde. Aber jetzt gefällt es mir auf jeden Fall besser. Also die Strophe ist noch nicht perfekt, aber zumindest bei mich hat, egal wie viel ich jetzt aufgebaut habe, mich hat es tatsächlich ab dem zweiten Part so ein bisschen gelangweilt. Wir müssen mit der Strophe sowieso noch ein bisschen was machen. Also die Stimme, da muss ein bisschen was passieren. Die Stimme nehmen wir uns jetzt mal wieder raus. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Und ich würde sagen, so, warte mal, jetzt müssen wir irgendwie, ich weiß nicht, ob die Drums in dem Part nicht tatsächlich doch ein bisschen zu fett sind. Vielleicht können wir die doch hier runterbringen kurz. Hier wieder dick reinbringen. Das ist mal E-Pause. Das ist halt die Frage, ob wir vielleicht nicht sogar eine sehr, sehr gefilterte Kick haben und die immer wieder mehr aufmachen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Wir kopieren uns mal die Kick hier. Und nehmen uns mal, jetzt nehmen wir mal die welche. Okay. Ich glaube, es ist. Nehmen wir mal die hier. Wir nehmen uns mal die. Ja, das ganze Zeug muss erstmal weg hier. Und dann wird die hier extrem gefiltert. Das bedeutet, ich mache es mal einfach jetzt per. Ich überlege gerade. Ah, wir nehmen mal unseren Fab-Filter Saturn. Mal überlegen. Simpson, Saturn, Simplon. So. So, genau. Und dann würde ich sagen. Ja, machen wir. Ja. Machen wir es ungefähr so. So, das werden wir uns hier auch wieder touchen. Los geht's. Ist okay, lassen wir erstmal so. Ich schau mal, vielleicht kann ich das noch ein bisschen schöner. Ich habe es jetzt natürlich nicht so geil eingezeichnet. Frequenzfilter 1, genau. Frequenzfilter 1 ist Müll, den brauchen wir eh nicht verändern. Frequenzfilter 2, ja, sieht nicht so geil aus. Machen wir mal so. Gucken wir mal, genau hier. Hier ist eh alles egal. Ja, was wir jetzt überlegen könnten, ist vielleicht mit der Kick nochmal irgendwie so einen coolen. Ich will keinen richtigen Bild ab, also nicht irgendwie so ein EDM-Bild, aber es passt hier, glaube ich, gar nicht so wirklich rein. Aber vielleicht sowas.
Hört man jetzt nicht so sehr, aber passt eigentlich ganz gut. Ich überlege gerade, ob man vielleicht, ich würde vielleicht später im Song nochmal einen krasseren Bild abmachen. Mal sehen, wo wir von der Zeit sind. Wir sind wahrscheinlich noch gar nicht weit, wenn ich ehrlich bin. Wir sind bei, ja, einer Minute. Also das heißt, der Part wird sich wahrscheinlich nochmal wiederholen in der Richtung. Ah, ich weiß nicht. Jetzt bin ich mir doch nicht so sicher, ob das so klug war, den so schnell zu machen. Also praktisch hier wirklich zu sagen, schnell, 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 weil. Wobei, dann müssten wir irgendwas ändern, weil ansonsten klingt es halt nicht geil. Noch ein Instrumentalpart würde ich auch nicht gern reinbauen. Wir gucken nochmal komplett ohne Stimme, wie es wirkt. Weil hier bin ich absolut zufrieden. Da bin ich auch sehr zufrieden. Eigentlich finde ich es tatsächlich echt cool. Ich muss sagen, ich höre die Gitarre hier geil. Weiß gar nicht. Ist ein bisschen, geht ein bisschen unter hier. Mal gucken, ob man die vielleicht ein bisschen cooler reinkriegt. Passt schon ganz gut. Das sieht ganz gut aus. Okay, normalerweise, was ich immer oft mache, wenn ich bei so einem Track nicht wirklich weiterkomme, suche ich mir natürlich Referenzen. Aber ich denke, wir werden hier jetzt wirklich einfach die zweite Strophe reinbauen. Das bedeutet das praktisch, wir packen mal das ganze Zeug hier nach hinten. So, gucken, ob wir hier alles nehmen. Ja, nehmen wir das einfach alles und packen das erstmal ganz, ganz weit nach hinten. Und jetzt müsste eigentlich die zweite Strophe. Ach so, ich habe jetzt gar nicht gehört, wie die Kick hier klingt. Müssen wir noch mal. Wobei, ich habe die jetzt gar nicht irgendwie. Doch, passt. Ist cool. Schön ruhig. So, das bedeutet die Kick. Wobei, ich würde, glaube ich, nicht mehr runtergehen. Wir bleiben mal ein bisschen dynamischer. Also, ich will die zweite Strophe nicht komplett wieder von Null aufbauen. Das heißt, hier darf schon ein bisschen mehr passieren. Nehmen wir das ganze Zeug hier mit. Das sieht ganz gut aus. Dann Kick bleibt fett, wie sie ist. Das Tambourin ist natürlich nur in den Main-Part drin. Hier unsere Timbale-Sachen können auch rein. Von Anfang an. Ja, machen wir mal hier so ein Sweep nach oben, damit es wieder reinkommt. Wobei, ich finde tatsächlich dieses Becken. Finde ich cooler, wenn es ohne ist. Piano bleibt weg. Das könnte wieder so reinkommen. Ja, also da brauchen wir nicht komplett alles. Chiptune kommt wieder rein. Den finde ich sehr cool. Also auch wieder die zwei Chiptunes. So, das passt. Was haben wir hier? Haben wir ein Loch? Hier haben wir gar nichts. Dann kommt der Bass natürlich hier rein. Das passt. Das wäre die Geige, die bleibt draußen. Unsere Textur können wir komplett laufen lassen. Gitarre lassen wir erstmal weg. So, das wäre unser Intro, das brauchen wir diesmal nicht. So, das bedeutet eigentlich, kommt jetzt die zweite Strophe und theoretisch könnten wir vielleicht sogar diesen Part von der ersten Strophe hier nehmen. Also praktisch das, was wir jetzt hier abgeschnitten haben. Überlegen. Ja, mal das ganze Zeug hier rüber. Guck mal, wie es klingt.
Gemutet. Ich glaube tatsächlich, ich fände es hier gar nicht so schlecht, wenn die Strophe noch mal weitergeht. An dem Part tatsächlich. Also, weil hier könnte ich mir schon vorstellen, hier ist noch nicht Zeit für den nächsten Drop. Das bedeutet, das müssen wir eh nachher nochmal ändern, aber wir machen das mal so. Und zwar, wir nehmen uns einfach jetzt den ersten Teil nochmal, wir finden nochmal einen, der anders ist, das ist gar kein Problem. Und dann kommt erst der Part, also praktisch wieder der Build ab. Okay. Das bedeutet, der ganze Kram, den wir hier sowieso schon haben, der bleibt auch im nächsten Part. Da kann ich einfach mal überschreiben. Ups, hier natürlich. So, gucken wir mal, ob das passt. Und jetzt kann ich mir tatsächlich, was er ja schon selbst macht, hier ist ja dieses, der nächste Part, genau, den haben wir schon drin. Jetzt kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wieder der Build-Up-Part kommt. Das heißt, wenn wir mal gucken, was wir hier im Build-Up wieder hatten. Also der Chiptune war drin. So, der Build-Up ist ja 2 oder 8 Takte, glaube ich, lang. Dann nehmen wir wieder unser Piano rein. Das passt. Dann nehmen wir wieder dieses Eckstückchen. Na, eigentlich müssen wir wieder alles reinnehmen. Das wird jetzt ein bisschen Gebaue, ehrlich gesagt. So, das passt. Das passt. Chiptune ist hier draußen. Dann holen wir uns das Piano hier rein. Wir holen uns das Piano hier rein. Ne, was ist überhaupt? Der Riser? Ne, Piano. Dann holen wir uns den Noise Sweep hier rein. Das ist ja noch unser... Ne, stimmt gar nicht. Hier. Okay, und ich glaube, die Drums sind ja komplett vertreten in dem Part. Also dick ohne Ende. Da müssen wir auch noch, wie gesagt, bei den Drums müssen wir auch noch einiges tun. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir die noch fetter machen. So, das heißt, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar, bei dem Build-Up, über den ersten Part hatten wir diese Sachen. So, ich hoffe, ich kopiere jetzt hier richtig. Weil im ersten Part gibt es die nicht. Also nochmal, das ist jetzt unser Build-Up-Part. So, im ersten Teil des Build-Up-Parts gibt es die nicht. Ich gleich nochmal ein bisschen genauer reingucken. Das gibt es hier auch nicht. Wobei den zweiten Build-Up-Part will ich zumindest ein bisschen verändern. Also nicht, dass der genauso ist. So, das machen wir so. Das packen wir uns jetzt hier komplett rüber. Kick bleibt wie sie ist. So, ja, das sieht ganz gut aus. So, Build-Up-Part. Und dann kommt wieder unser dicker Refrain. Wobei ich hier überlege, ob wir nicht sogar an dem Teil unsere Lead-Melodie laufen lassen. Und dann läuft sie hier weiter, nur halt verändert. Ah, wir schauen mal. Ach, die haben. Oh, natürlich muss unsere Geige rein. Okay, also nochmal, das ist irgendwas, was noch nachklingt, das muss ich gleich nochmal ändern. Aber wichtig ist jetzt, wir kommen raus aus dem... Oh, nee, lassen wir. Wir kommen raus aus dem ersten Drop. Strophe 2. Before our only moment floats away.
fehlt die Hälfte hier nicht gerade. Sorry, nochmal. So much more. Jetzt haben wir ein bisschen hier Kraut und Rüben, weil die Hälfte nicht mitgekommen ist. Mal gucken, warum das nicht so ist. So, die holen wir uns wieder hier rein. Das ist unsere Hi-Hat. Weiß nicht, warum die weg war auf einmal. So, das passt, das passt, das passt. Achso, okay, die Kick können wir auch erstmal hier bis zum geht nicht mehr kopieren. Dann das muss auch noch mit. So, das haben wir. Das Tambourin muss auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall, dann, ja, das müssen wir später nochmal irgendwie ein bisschen cooler machen. Wobei es kann auch sein, wenn so ein paar arrhythmische Elemente drin sind, klingt auch manchmal ganz geil. Hier irgendwie ist die Snare. Ah, okay, hier hat sich irgendwas komisch kopiert. Deswegen klingt es ein bisschen komisch. So, nehmen wir die Snare hier rein. Ja, das wird so ein bisschen mehr, zumindest vom Gefühl her, ein normaler Track. Also kein richtiger in dem Sinne EDM-Track, dass man sagt, wir haben nur irgendwelche Parts, die auf einen einzelnen Drop hinarbeiten, sondern das wird halt normaler Track. Aber ist vollkommen in Ordnung, klingt ganz cool so. Okay, der Bild abpasst. Genau, was wir jetzt machen müssen ist hier, und wir müssen auch nachher nochmal Vocal Chops suchen, damit da ein bisschen was passiert. Ich guck mal, ob wir irgendetwas Cooles hier finden in den Vocals, was wir vielleicht so als Hintergrund machen können. Guck mal. Vielleicht könnte man das sogar in den. Ah, wir nehmen uns das mal mit. Mal gucken, so. Und das sind die hier, diese Vocal Harmonies. Die könnten wir uns vielleicht mitnehmen. Entweder wir nehmen die mit in den Drop. Oder, ich habe glaube ich. Mal sehen, was das ist. All the memories we make. Ja, okay, das bringt uns nichts. Aber der bringt uns auf jeden Fall was. Und zwar entweder im Build Up oder im Drop. Eins von beiden kann das passen. So, jetzt packe ich den mal in den Drop rein. Ich mache mal zweimal rein. Wobei, wie lang ist denn der? Ich lasse ihn mal hier laufen. Wir gucken mal. Machen wir es mal. Wir gucken mal. Wir lassen mal die hier laufen nochmal. Can we go before our only moment floats away? And I know that it's better when we're all together. No, I won't run away. Ja, wir checken das mal aus. Ich lasse mal. Ich mache mal ein bisschen lauter, damit man die hört. It's nee, passt nicht. Passt von den Harmonien nicht rein. Wir gucken mal im Drop. It's better when we're all together. No, I won't run away. Nee,
Also maximal für irgendwie so eine Art C-Part, aber was ich schon die ganze Zeit machen wollte, ich mache es mal hier im ersten Drop und kopiere das mal. Ich wollte die ganze Zeit hier einfach mal ein Echo raufsetzen. Einfach nur, um es zu haben erstmal. Und zwar hier auf den letzten Part. Mal gucken. Ja, eher in Vierteln. Mal gucken, wo wir den genau hier einsetzen. Also machen wir eine Automation. Nehmen uns mal den Echo Bypass und machen wir mal hier. Ja, geht schon in die Richtung. Ja, wir müssen genau das Way kriegen, sonst klingt es nicht geil. Ist da noch irgendwas? Ja, guck mal, ich bin nicht ganz überzeugt. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass die Stimme einfach viele Effekte da hat. Together, no, I won't run away. Ist okay. Können wir so nehmen. Kann ich so mitleben. Okay, jetzt ganz theoretisch. Wir gucken mal, wo wir von der Zeit hier wären. Ja, wir sind bei 2 Minuten. Das ist noch nicht so lang. Das ist noch ein bisschen zu kurz für einen Song. Also bei, naja, der Standard hier bei 3,20 sollten wir so ungefähr ankommen. Das heißt, da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber zumindest, ich sag mal so. Wir schauen mal, weil die Aufgabe ist ja erstmal, den Bild abzubekommen und den Drop. Und ich denke, den haben wir jetzt ganz gut bekommen. Hier. Ein bisschen mehr Bass hier rein. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht sogar im zweiten Bild ab so ein paar Bässe vielleicht sogar drin lassen, damit das noch so ein bisschen mehr, wir gucken mal, Feeling hat. Nee, aber vielleicht machen wir es so, es wäre besser einfach mal liegen lassen. Ja, wir gucken mal. Also der bleibt liegen, der bleibt liegen. Das sind mal die Zwischennoten. Der bleibt liegen und der bleibt liegen. Also praktisch einfach nur das hier. Das hier und das hier. Okay, gucken wir mal, ob der reichen würde. Ja, gucken wir mal, wie der klingt. Und wenn wir den rauslassen. Nicht ganz so verkehrt, ehrlich gesagt. Da müssen wir mal gucken. Ah, das nervt ein bisschen. Wobei, machen wir das mal hier hin. Dann machen wir den hier hin. So, haben wir. Die können wir auch nochmal markieren, farblich. So, jetzt gucken wir mal. Also, wir kommen raus. And I know that it's better when
Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht pumpt, aber tatsächlich kann der gar nicht pumpen, weil hier keine Kick ist. Jetzt ist das Problem, dass wir. Wobei, was ist, wenn ich die hier mute? Wird er dann pumpen? Wir schauen mal. Also es ist kein Signal da, aber theoretisch, wir gucken mal. Gibt so ein geiles Plugin, was ich leider noch nicht habe. Volume Shaper. Kann man das auch machen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle ganz einfach einen neuen Sidechain und machen ihn Host Sync. Das heißt, er hat vorne Floor. Ja, reicht aus. Also wir gucken mal, wie das überhaupt klingt. Das müssen wir nur hier rausnehmen. Ich nehme mal jetzt schon raus, weil wenn ich es später vergesse, dann kommen wir in Teufelsküche mit dem ganzen Kram. Okay, also Sidechain weg. Und zwar, ja, hier kann er sowieso weg. Ist egal. Nein, hier. Und hier. Und hier runter. Ah, komm hoch. Ja, passt. Okay. Okay, schauen wir mal. Weil der ist mir zu gerade. Also der kann ruhig pumpen. Von mir aus, der ganze Song soll pumpen. Ja. Ja, hier fehlt aber die Hälfte von unserem schönen Zeug hier, und zwar eigentlich nur das hier. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht im zweiten Drop so ein Snare-Lauf nach oben macht. Bin gerade überlegen, ob wir uns den bauen oder irgendwie. Ich glaube, wir packen ihn uns irgendwo. Wir holen ihn uns. Haben wir hier Ads drin? Nee, haben wir Ads? Haben wir nicht. Also das machen wir jetzt Snare-Lauf. Ich hoffe, ich habe so ein Ding da. Aber müsste ich eigentlich haben. Also das heißt praktisch, die Snare fängt ganz locker an. Dam, dam, dam. Und wird immer schneller. Wobei, ich überlege gerade, ich habe letztens bei Through Love oder Thug Love, habe ich eine coole Idee gefunden. Wisst ihr was? Ich baue mir das selbst. Oder wir bauen das selbst. So, das bedeutet, das passt. Dann müssen wir uns. Wird jetzt ein bisschen tricky, aber das kriegen wir hin. So, auch das werden wir nochmal richtig dick filtern gleich. So, erstmal brauchen wir eine Snare. Ich hoffe, hier sind welche drin drauf. Ne, es sind keine drauf. Dann ist aber egal. Wir brauchen zwei Snares, die relativ ähnlich klingen. Wobei wir uns das eigentlich auch ohne Probleme selbst bauen können, dass die ähnlich klingen. Machen wir es mal. Also Drums, Snare. Aber keine. Warum zeigt er mir Rims, wenn hier Rims sind? Ich verstehe das nicht. Ah, wisst ihr was? Die wäre auch geil. Wir kopieren uns die mal hier runter und arbeiten nochmal Snare Reverse, weil ich glaube, die könnte man noch ziemlich geil einbauen. Aber mit der will ich jetzt im Moment zumindest nicht arbeiten. So, also. Ich lasse mich echt schnell ablenken, aber manchmal hat man echt so geile Ideen, denkt sich, das muss jetzt rein. So. Ja. Genau, die klingen ja relativ ähnlich, sogar sehr, sehr ähnlich, würde ich fast sagen. Und was wir jetzt bauen ist, und zwar so ein Damm, 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 Damm. Also erstmal Viertel oder Achtel und es wird immer schneller. Und zwar sind die verschieden. Das heißt praktisch, ich würde sogar sagen, dass wir die vielleicht sogar eine rechts, eine links bauen. Und zwar, jetzt muss ich mal überlegen, wo hier ist das Panning. Ich hoffe, das ist nicht das komplette Panning. Ja, sehr gut. Ja, noch ein bisschen mehr. So, also ja, geiler Trick, den ich. Oh, hier gibt es auch Reverse. Geil. Ich wahrscheinlich schon 10-mal gesehen, aber fällt mir jetzt erst wieder auf. Den Trick habe ich wieder von Thug oder Through Love. Hat er gezeigt, dass es so
machbar ist. Und zwar, mal gucken, ob das schnell genug ist. Ich kann mal gucken. Okay, warte mal. Ich bin ja viel zu weit weg hier. Viel zu weit. Ja, klar. Also natürlich das hier brauchen wir. Genau. Und zwar hier immer. Sollen wir mal gucken, dass die nicht zu laut wird. Ja, weil die hier ist einfach lauter und es darf nicht. Ja, noch mal ein bisschen. Ja, damit kann ich leben. So, und jetzt, na gut, die anderen kann ich jetzt erstmal weglöschen. Und zwar bauen wir uns das erstmal hier. Ich weiß noch gar nicht, ob die auch die ganze Zeit läuft, weil es kann sein, dass einfach zu viel ist. Wobei, wenn wir filtern, ist es auch vollkommen egal. Die können wir erstmal komplett wegfiltern da. An der Stelle. So, okay, guck mal. Okay, jetzt gucken wir mal, das ist ja unser, mal gerade gucken, das ist unser Part. Dann könnten wir hier auf Halftime gehen sozusagen. Nee, Double Time, sorry. Und zwar so. Ja, also der gute Standard, ihr kennt das ja. Der Standard im EDM-Bereich überhaupt in diesen ganzen Sachen. Ja. So. Und was wir noch reinnehmen können, fällt mir gerade ein. Wir können hier unseren Dada Life Sausage Fattener nehmen. So, und hier nochmal Halftime. Ja, Double Time. So. So. Lassen wir es gleich. Und ich, ja, wir lassen es erstmal so. Wir gucken mal, wie das klingt. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen komisch klingen mit allem, weil noch nichts gefiltert ist, aber. Der Sinn muss da ich glaube, wir können doch hier riskieren, das Ganze noch mal zu halbieren. Mal gucken, 64. So, und ich glaube, es geht nicht. Nee, wir können es nicht kopieren. Aber ist egal. Machen wir es so hier. Und zwar, wie gesagt, das wird jetzt alles komplett nochmal schön gefiltert mit unseren Simplon. Und wenn das gefiltert ist, dann ballern wir das nochmal durch den Sausage-Fettner. Nee, sorry, nicht Sausage. Wobei, den würde ich auch gerne mal wieder benutzen. Wir werden nachher mal den Sausage Fettner benutzen. Vielleicht sogar beim Bass. Ja, der darf ein bisschen kratziger sein. Okay, nicht vergessen. Also, was nehmen wir jetzt erstmal? Nehmen wir den Simple Mind. Da ist er. Simplon. So, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Gleich fängt das, glaube ich, das DJ-Set an von Katrin. Ja. Okay, da machen wir erstmal einfach nur hier den Touch-Button. Und zwar fangen wir erstmal an mit Komplett. Das reicht mir auch. Ja, ich zeichne es jetzt ein. Ich werde mal gucken, ob mich jemand schon abstraft. Ob ich jetzt langsam die Bühne freiräumen muss. Nee, noch nicht. Also zumindest sieht es noch nicht so aus. Okay, sehr gut. Na dann, haben wir Zeit. Also wer Bock hat, hier noch weiterzumachen. Ich guck mal, wer hier alles noch dabei ist. Ja, ein paar Leute sind noch dabei. Geil. Okay, also das filtern wir jetzt erstmal durch. Ich habe ja die Automation geschrieben. Gehen wir mal hier rein. Filterfrequenz, genau. Und zwar machen wir es mal so. Und dann ist eigentlich egal. Ist egal. Wir verwenden den sowieso nicht. Und dann würde ich gern wieder das Ganze so ein bisschen hier mit diesem Kurven-Ding. Ah, komm schon. So ist okay. Und dann, also jetzt gucken wir mal, wie der klingt. Ich glaube, der darf sogar ein bisschen schneller kommen, ehrlich gesagt. Der darf so ein bisschen schneller kommen. Und jetzt, natürlich, damit es nicht zu krass wird, bauen wir uns den
Bauen wir uns den Dada Life Endless Smile. Vielleicht nicht der krasseste. Machen wir hier Medium. Und automatisieren wir auch. So, Touch. So, passt. Gucken wir mal. So, Automation Endless Smile. Und zwar. Guck mal. Keine Ahnung, was der jetzt hier macht, aber. Gucken wir mal. Ich glaube, der muss. Ja, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. Ja. Ja. Okay, gucken wir mal, wie es klingt. Gucken wir erstmal, wie es klingt. Und nicht vergessen, den Sausage-Fettner. Schwer zu sagen, hier hört man so gut wie gar nicht. Noch nicht ganz perfekt, aber den finde ich ganz geil. Okay, also bevor wir den Sausage-Fettner vergessen, und zwar, ich überlege gerade, ob wir den vielleicht über den kompletten Bass ziehen. Und zwar hier ist er. Ja, der Sausage-Fettner fettet den Bass einfach an. Ja, klingt schon geil. Machen wir den mal nach dem Channel EQ. Was macht der eigentlich hier? Gar nichts. Okay, na dann. Also Dada Life, Sausage Fettner. Ist auch eins meiner Lieblingstools, die böse Wurst. Ja, brav. Böse. Finde ich sehr geil. Ist jetzt natürlich ein bisschen sehr, sehr laut, aber guck mal, ich glaube, er könnte genau richtig sein. Mir fehlt noch ein bisschen der große Bang-Effekt. Ja, vielleicht ist die Kick ein bisschen zu leise, das kann auch sein. Ja, oder vielleicht. Ah, der fehlt mir hier. Ich dachte schon. Oder ist es der gleiche? Nee, wartet kurz. Ja, irgendwas fehlt mir hier. Irgendwas Dickes. Ich guck mal nochmal auf. Ja,
der ist nochmal nicht richtig. Ach, das ist ja kopiert hier. Ich krieg eine Macke hier. So, also. Nee, jetzt habe ich ihn, glaube ich, wieder falsch kopiert. Ja. Ah, jetzt weiß ich, was ist. So, ich muss mir mal ein Viererpack kopieren. Jetzt habe ich es. Genau, finde ich gar nicht schlecht fürs zweite Mal. Das passt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also, ich bin nicht ganz sicher. Wir haben ja jetzt relativ viel geschafft. Ich werde jetzt mal morgen abwarten. Also, ich werde erstmal das hier, den Build Up und den Drop hochladen. Und dann gucke ich mal, was morgen die neuen Parts sind, weil ich sehr gespannt bin, wie Kaigo das selbst arrangiert. Also, ob er auch sagt, okay, das wird jetzt ein normaler Song. Oder ob das jetzt wirklich irgendwie so, sag mal, eher EDM-Track-mäßig wird, wo man wirklich sagt, man bildet ab bis zum Endpart. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn ihr es weiter wissen wollt, wie es weitergeht, dann morgen, ich muss mal gucken, ob ich online bin. Ansonsten bei YouTube findet ihr sowieso alle Videos. Ansonsten nicht vergessen, mein Udemy oder Udemy-Kurs kaufen Neo Soul Trap. Ich werde demnächst mal hier ein paar Sachen einblenden. Und wir sehen uns dann bald, wenn ich das Ding weitermache. Bis dann.